Für den SC Magdeburg läuft es zurzeit nicht nur in der Bundesliga gut, sondern auch im EHF-Pokal. Nach ihrem letzten gewonnenen Spiel in Tel Aviv mit 22:38 sollte nun ein weiterer hoher Heimsieg her. Ihre Gäste aus Tel Aviv waren ohne ihren Superstar Chen Pomeranz nach Magdeburg gereist. Chen war auch schon im Hinspiel verletzt und konnte die hohe Heimniederlage seiner Mannschaft nicht verhindern. Für den SCM standen an diesem Sonntagnachmittag drei wichtige Punkte auf dem Zettel. Punkt 1, die Gruppenführung verteidigen. Punkt 2, den 7. Sieg in Folge einfahren. Und Punkt 3, das 6000. Europapokaltor in der SCM-Vereinsgeschichte erzielen. Aber das erste Tor der Partie gehörte den Gästen aus Israel. Der Kreisläufer Omer Dafda erzielte das 0:1 und ließ seine Mannschaft kurzzeitig hoffen. Am Anfang der Partie passierten viele Fehler auf beiden Seiten, aber schnell konnten die grün-roten Hausherren durch Kreisläufer Jakob Begerstedt den Ausgleich zum 1:1 in der dritten Spielminute erzielen. Ab diesem Zeitpunkt ließen sie ihrem Gegner kaum eine Chance. Immer weiter setzte sich der SCM in den ersten 10 Spielminuten ab. Hier rechts außen Daniel Pettersson mit dem 5:1. Der israelische Trainer reagierte und nahm eine Auszeit. Trotz Auszeit erzielten die Gäste aus Tel Aviv erst in der 13. Spielminute ihren zweiten Treffer, Niv Levi mit dem 8:2. Und dann war es endlich soweit. Zeit für das 6000. Europapokaltor in der SCM-Vereinsgeschichte. Und dieses Tor gehörte SCM-Rechtsaußen Daniel Pettersson. Mit diesem Treffer baute er nicht nur die Führung aus, sondern warf sich auch in die Vereinsgeschichtsbücher. Aber Daniel erzielte nicht nur das 6000. Tor, er war es auch, der kurze Zeit später das 6001. Europapokaltor für den SC Magdeburg warf. Hier die 10-Tore-Führung zum 14:4. In diesem Spiel bekam Finn Lemke die Möglichkeit, seine Leistung auch im Angriff zu zeigen. Und das tat er auch. Hier traf er zum 15:4. Trotz der hohen Führung des SCM zeigten die Gäste einige gute Akzente. In Unterzahl netzte Jill Pomeranz per Kempertrick ein und warf den 5. Treffer für Tel Aviv. Nicht nur die 3.395 Zuschauer freuten sich über die starke Führung des SCM, auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff und Oberbürgermeister Lutz Trümper waren sichtlich erfreut. Die Gäste aus Tel Aviv konnten in der ersten Halbzeit nur insgesamt 9 Tore erzielen. Ihren 10. Treffer erzielten sie per 7 Meter zu Beginn der zweiten Halbzeit. Mit seinen 9 Treffern war SCM-Kreisläufer Jakob Begerstedt der erfolgreichste Torschütze in diesem Spiel. Hier netzte er zum 23:10 ein. Und die 34. Minute 23. Wie schon in der ersten Halbzeit zeigte Tel Aviv in der zweiten Hälfte kleine Akzente. Torhüter Dan Tepper reagierte blitzschnell und so gelang Dan Nathan das 24:11. 11. Treffer Maccabi Tel Aviv. Der SC Magdeburg konnte die Führung immer weiter ausbauen. SCM Urgestein Yves Grafenhorst mit der 15-Tore-Führung. Aber es ging noch höher. In der 55. Spielminute warf Christian O'Sullivan nach Anspiel von Finn Lemke vom Kreis aus das 39:19. Die Grün-Roten nun zum ersten Mal mit 20 Toren vorn. Rückraumspieler Finn Lemke erzielte in diesem Spiel 5 Tore, hier zum 41:20. Die 20-Tore-Führung konnte der SCM nicht ganz bis zum Schluss halten. Am Ende gewannen die Grün-Roten mit einer 18-Tore-Führung gegen Tel Aviv. 42:24 hieß es nach 60 Minuten. Trotz 3 Siegen und einem Unentschieden ist der SCM noch nicht zu 100% im Viertelfinale des EHF Cups. Für ein sicheres Weiterkommen muss der SCM sein nächstes Heimspiel gegen KIF Kolding Kopenhagen gewinnen. Sonst erwartet ihn in Ungarn am 1.4. ein schweres Endspiel gegen Tatabánya KC. Können wir diesen schönen Rhythmus behalten, auch gegen Kolding zu Hause müssen wir gewinnen und da in Ungarn in Gör müssen wir auch gewinnen und
das freut mich nur, dass es viel, viel mehr Spaß so Endspiele zu haben als fast Trainingsspiele. Jetzt habt ihr ein paar Tage frei, weil Länderspielpause ist. Wie nutzt du die? Ein bisschen Regeneration und dann mit meiner Familie zusammen. Meine Frau und Kind waren eine Woche in Kopenhagen, so ich habe die beide vermisst. So ja, dann sonst ein bisschen, morgen ein bisschen schlafen. Ich glaube, dass die Körper ein bisschen wehtut morgen. So ja, Regeneration und dann schön Zeit mit Familie. Trotzdem die verloren, die Atmosphäre ist unglaublich. Für uns ist es gibt nicht in Israel, auch nicht in Basketball oder Fußball. Ich kenne nicht Fans wie hier, so support the team 60 Minuten und es war wirklich eine besondere Atmosphäre. Ihr habt das Ziel ausgegeben in der Gruppenphase, ihr wollt ein Spiel gewinnen. Zwei Spiele habt ihr noch. Ja, klar. Wie geht ihr da jetzt ran? Ja klar, die erste Spiel gegen Tatabánya war nicht so weit. Wir haben verlieren nur bei drei Tore und letzte 10 Minuten war unentschieden. Jetzt, nächstes Spiel ist gegen Tatabánya bei uns und wir hoffen zu machen gute Resultat und gewinnen, klar. Klar. Na, ich habe nie gehört vor einem Spiel, das war eine Möglichkeit für dieses Tor zu machen, aber ja. Ich habe die 13. Tor gemacht. Ja, so heute so, ja, das war ein bisschen Besonderes. Wir haben ein Spiel gesehen, in dem auch Finn Lemke wieder öfter im Angriff war, glaube ich, 4-5 Tore gemacht. Wie siehst du das als Trainer? Wie wichtig ist das für dich, dass er auch mal in der Offensive ein bisschen seine Motivation, oder nicht seine Motivation, so ein paar Erfolgserlebnisse sammelt? Ja, ist für uns alle wichtig, ist ein wichtiger Spieler für uns. Jetzt lange auch Verletzungsprobleme gehabt. Wir mussten dosieren, wird jetzt immer gesunder, fühlt sich besser. Es ist klar, dass das auch eine Alternative in der Offensive sein kann. Die wird er auch nach und nach wieder bekommen. Aber die Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, sind für mich die besten, ihm eine klare Aufgabe zu geben. Und zurzeit ist er halt der Fels in der Brandung in unserer Abwehr. Und das ist sein Job. Wenn es dann noch in der Offensive auch noch klappt, umso schöner. Ich weiß, dass das kann. Ihr habt jetzt die Länderspielpause, das heißt ein paar Tage frei. Wie werden die genutzt? Ja, frei haben wir nicht, ne? Also wir trainieren ganz normal weiter. Wir wollen in diesem Rhythmus bleiben. Ich ärgere mich wieder über diese Länderspielpause. Ich hätte jetzt lieber weiter gespielt. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade gut drauf sind und uns entwickeln. Versuchen wir dieses Break nicht als Bruch in unserem Spiel zu sehen.